Ja, Leute, willkommen wieder bei einem neuen Let's Play und willkommen bei Life is Strange True Colors. Okay, ich dachte, das kommt sehr schnell, aber ich bin immer noch im Ladescreen. Okay, ich glaube, es kommt eine Cutscene, oder? Yep, diese Cutscene haben wir auch schon davor gesehen. Wie es so aussieht, wiederholt es sich einfach. Kann man nichts machen, Leute. Oh mein Gott, was war das? Ich hab's zu laut eingestellt, Leute. Es hat mich erschreckt. Mir geht's gut. Mir geht es auch gut. Danke der Nachfrage. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Okay, wir haben's eh verstanden. Wofür steht dieses C, Alter? Ist es eine Flagge aus Amerika oder? Am besten Colorado vielleicht? Rucksack öffnen. Schauen wir mal, was da drinnen ist. Ich entscheide mich zu glauben, dass es dann nicht um mich geht. Es reicht mit den ganzen Hergezogenen. Mir ist egal, ob es gut für die Wirtschaft ist. Ich vermisse das Haven von früher. Es wäre okay, wenn die wüssten, wie man fährt, besonders im Schnee oder nachts. Erinnere mich, Mike, bist du nicht selbst erst vor ein paar... Wie ist Mike? Also der Mike. Vor ein paar Jahren aus Jersey hergezogen? Ja, und guck nur, wie sehr es seitdem den Bach runtergeht. Wem hast du es gezeigt? Dir selbst? Okay. Leffes Blumen, freiwillig gesucht für das diesjährige Frühlingsfest, weiß ich nicht was und so weiter und so fort. Die Black Lantern liefert wie immer das Bier, der einzige Grund hinzugehen. Die Kunstwerke befinden sich in Arbeit. Ich kann es kaum erwarten, sie zu präsentieren und so weiter und so fort. Was ist denn das? Typhoon Mining. Hey, was ist mit dem Jungen jetzt? Schuhe auspacken. Ist es so ein Plüschtier oder? Oh Gott, Schuhe wird auf diesem schönen Bett so schäbig aussehen. Sie hat mir wirklich durch schwere Zeiten geholfen. Aber das liegt jetzt hoffentlich hinter mir. Ja, Schuhe. Comic auspacken. Ah ja, wir haben es ja versprochen. Lies es dir durch, jetzt, gleich. Ein Old Friend? Ethan hat echt Talent. Tenor, der Tunnel zur Monsterfestung von Dämonenheim. Eingestürzt. Kann ich nicht weiterlesen? Wartet. I will have to find another way in. The uniform of the city guard. Long dead. From the looks of it. Blood. Was it? What is it? Blood. Kennt ihr das, Leute, oder? The tale seems to end here, unless hollow. He must have crawled through here. Okay, wir haben's eh verstanden. The corpse of a clawed serpent. It must have crashed through the ceiling. Der Junge kann schön zeichnen. Perhaps if I can reach higher ground, I can find the secret entrance. Your flying days are over, Claude Serpent. Oh, das ist ein cooler Gegner. Eine Skelettschlange, die riesig ist. But you may still be of us to me. Was? Egal, to me, ja. Gehen wir weiter. Wo ist der Kopf dieser Schlange? That globe beyond the peak. That must be the stronghold's backgate? Okay, backgate. Habe ich hier schon einen. Ethan hat echt Talent. Ja. Brief auspacken.
Ist da noch was zum Auspacken? Wo ist unser Bett? Foto auspacken. Sie und ihr Bruder. Verrückt, wie sehr wir uns verändert haben. Leg es dorthin, wo er es sehen kann, dein Brudi, damit er uns vergibt. Das gibt's ja nicht. Er hat das ganze Foto. Gabe hat unsere Eltern nicht abgeschnitten. Wie erwachsen, wie sie aussehen. Mom ist gesund und Dad noch kein komplettes Arschloch. Obwohl, er wirkt hier schon wie ein Arschloch. Echt schön, dass Gabe und ich dieses Foto behalten haben. Finde ich auch. Es bringt euch näher. Nein! Warte. Tagebuch auspacken, ja. Mein Tagebuch. Ich sollte meinen letzten Zusammenbruch darin festhalten. Ja, schreib gleich hin. Ich habe meinem Bruder einen reingehauen. Und irgendein Trottel richtig schön zusammengefetzt. Also haben Gabe und Riley an ihrem Bewerbungsgespräch gearbeitet und Mac dachte, die beiden schlafen miteinander? Das ist so dumm. Colorado Institut für Technologie. Oh, cool. Frau Leffe, Ihre Bewerbung für die Programmierungsstartplattform im Sommer 2019, das ist schon vergangen, von CIT wurde begutachtet und wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass Sie zu den Gesprächen weitergekommen sind. Das Zulassungsamt wird Sie in den nächsten Tagen kontaktieren, um einen Termin für Gespräch festzulegen. Glückwunsch und viel Erfolg. Gabe. Ah, es ist passiert. Bitte hilf mir bei der Vorbereitung. Riley. Sie hat wirklich einen guten Bruder. Der hat nur ausgeholfen. Von wo hat sie überhaupt diesen Mac oder wie der heißt gefunden? Es begann mit einem Klopfen. Ich denke, ich fühlte, dass etwas nicht stimmte, bevor Gabe überhaupt die Tür öffnete, als gleite etwas unter der Tür durch. Etwas Rotes, etwas Grobes. Dann ist da Mac und die bekannte Furcht, die meinen Kontrollverlust begleitet. Und egal wie sehr ich dagegen kämpfe, es geht einfach weiter, bis mein Blut kocht. Denn der Teil, in dem mein ganzer Körper bereits beschlossen hat, jemandem weh zu tun und dass es passieren wird und niemand kann mich aufhalten. Was? Hab ich das falsch gelesen? Egal. Max Wut fühlte sich heiß und schwindelerregend an. Und auch etwas ängstlich. Alles. Was? Drehte sich um Riley. Okay. Mann, lern zu schreiben. Der Gedanke an sie mit irgendwie anders. Er war unter seiner Haut. Brannte. Das Gefühl wie glühend heiße Stricke unter deinen Rippen ist. Okay, wir haben es eh verstanden. Was? Isabella Kummer. Also sie hat einfach alles hingeschrieben. Ich habe so versucht, das hier zu schreiben. Sehen wir mal, wie weit ich komme. Meg Wood. Tessa. Wie ist Tessa? Ich pack den Rest später aus. Cool, eine Gitarre. Nicht dein Ernst. Lesen wir es aufs Deutsch, Leute. Hier ist etwas, das Willkommen daheim sagen soll. Kann's kaum erwarten, dich spielen zu hören. Gabe. Spielen wir später. Ich will noch erkunden, was es noch zu finden gibt hier.
Darf ich die Musik auswählen, oder? Super, Alex. Du bist durchgedreht und hast jemanden vor den Augen deines Bruders aufgemischt. Also, wie fühlst du dich jetzt? Großartig. Wir haben hier einen Kerl zusammengefetzt, Alter, der unserem Bruder wehgetan hat. When you were here before, ich glaube, das ist auch... Kann ich das überspringen, Leute? Nicht, weil ich es nicht überspringen möchte, weil ich habe es bemerkt, leider bei der Bearbeitung, dass... Nein, beim Upload, dass der Song vom ersten Teil weggeschnitten wurde. Oder besser gesagt, stumm geschalten. Weil ich angeblich die Rechte... Ja, ich besitze natürlich nicht die Rechte für den Song, aber warum ist es dann in diesem Spiel enthalten, bitte? Ist auch so eine lustige Sache. Ich bin mir sicher, das wird jetzt auch geschnitten, Leute. Oder stumm gestellt, sagen wir mal so. Wohin belongst du dann? Whatever you want. So very special. God, I wish I was special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Leute, man ist immer dort zu Hause, wo man geliebt wird. Das steht leider fest. Du und deine verdammten Überraschungen, Gabe. Und sie wird hier geliebt, von ihrem Bruder. Bis zum Tode. Also bleib hier. Hier zu sein ist zu schön, um wahr zu sein. Das lasse ich mir von nichts kaputt machen. Genau so solltest du denken. Ich sollte runtergehen und die Sache mit Gabe gerade biegen. Yep, das machen wir auch. Aber zuerst schauen wir uns mal um. Zum Beispiel Schublade. Was ist hier drinnen? Alex... Soll ich mir das wirklich ansehen? Wow, Gabe. War ja echt eine Schnitzeljagd. Wartet. Ministerium für Sozialdienste von Oregon, Amt für Kindeswohl. Dies und das. Oh mein Gott. Anita und Eduardo. Mann, die gehörten zu den Guten. Suche nach meiner Schwester. Hallo Gabe, Eduard und ich freuen uns sehr, von dir zu hören. Wir sind froh, dass es nach all diesen Jahren so gut für dich läuft. Colorado ist ja weit weg. Leider war es schwierig, weiter mit Alex zu reden. Nachdem sie im System war und wir wissen nicht, wo sie jetzt lebt. Hier ist die Telefonnummer der Agentur. Ja, schön. Wow, Gabe sucht schon seit einer Weile nach mir. Er ist wirklich ein guter Bruder. Hat wie verrückt nach seiner Schwester gesucht. Rileys Brief? Wegen diesem Scheiß habe ich Gabe geschlagen. Ja, und jetzt gehen wir und schlagen diesen Mac nochmal. Nur damit es uns besser geht. Okay, Magnet. Live auf Sendung vom Plattenladen aus. Wie verdammt cool ist das denn? Wenigstens habe ich mich vor Ryan und Steph zusammengerissen. Yep. Da ist ein Foto. Wow,
Sieht aus, als hätte Ryan meinen Bruder in einen Vorzeigebürger verwandelt. Essen können wir nichts. Bücher. Gabe beschäftigt sich mit Comics und Kunst? Er hängt sich echt rein für Ethan und Charlotte. Ja, das ist ein guter Mensch. Warte, was? Ist das ein echtes, totes Reh? Yep, dein Bruder ist auch ein Jäger. Ein Videospiel. Das ist bestimmt von Ethan. Wie oft der Gabe wohl gezwungen hat, das zu spielen. Plattenspieler. Wir haben den Song nie zu Ende gehört. Schwert? Ist das ein Schwert? Gabe wollte schon immer so ein Fahrrad. Yep, Riss. Eine Post. Scheint, als hätten wir beide Leute, die versuchen, uns zu helfen. Ich bin froh, dass es Gabe geholfen hat. Ein klassischer, hab die Gipswand getreten, Riss. Ansehen. Okay. Wie hat er die hier hochbekommen? Keine Ahnung, aber das sollte uns nicht interessieren. Schauen wir mal. Oh mein Gott, wir können es spielen. Hoch, runter. Links, rechts. Springen, okay. Wo sind wir jetzt? Verfolgt uns der Geist? Nein! Dachte, ich kann über ihm springen. Der Geist ist schon gefährlich. Irgendwie bleibt er oben. Komm schon! Oh, er ist unten. Nein, 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 nein. Oh mein Gott! Die haben mich, die haben mich. Die haben mich! Wie mache ich das jetzt? Okay. Das war ja ziemlich schlecht von mir. Oh. Komm schon, geh da rauf! Oh mein Gott, irgendwie haben wir es geschafft, Leute. Nein! Das wollte ich nicht einmal machen. Oh oh. Nein, 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 nein. Egal, Leute, man kann nichts dafür.